Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 Knife Only Challenge. Nein, 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 nein. Tiger, du bleibst immer ganz entspannt. Nein, 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 nein. Hell yeah. Dem habe ich es gegeben. Nein, den gehen wir jetzt erstmal verkaufen. Denn im letzten Part haben wir viel zu viel Beute bekommen. Beziehungsweise hatten schon viel zu viel Beute. M700, 1887. MS-16, MP-34, 6P9, Leuchtpistole, das ist ein schöner Name, D2, M79, M712, läuft, verkaufen, zack, läuft. Haben wir schon was zum Verbessern, Körperpanzer können wir uns holen, Spritzen, mehr nicht, oder? Nö, nö. Denn ich würde gerne den gewissen Tiger ein bisschen häuten. Zack! Wenn man ihn schon mal hier liegen hat, ne? Königstigerfell. Nice! So, in diesem Part möchte ich immer noch ein bisschen Side-Questen, Side-Rollen. Ich weiß es doch nicht. Gehen wir mal zum Glockenturm. Warte, ich sollte den Timer vielleicht anmachen. So. 600 Meter, hier ist noch ein Pagan Means Plakat. Schlitz. So. Ein bisschen ausbeuten hier. Bisschen ausbeuten, ne? Nein, 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 nein. Pfah. Als wenn ich. Wo ist der. Dankeschön. Ich wollte mich schon beschweren. So, nehmen wir den wunderschönen Truck hier. Pickup. Entschuldigt. Warte, wie viele Punkte haben wir eigentlich? Ein. Wir müssen noch Pagans Zornkonvoi müssen wir noch machen. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Ich glaube, die ploppen random auf. Okay. Kümmern wir uns erstmal um den Glockenturm. Ein bisschen Side-Questen, ne? Ist ja okay. Kann man machen. Ist okay. Boah. Wie der Picker einfach fast die Straße nicht schafft. Pagans Zorn macht sich bemerkbar. Such auf der Karte nach gegnerischen Konvois. Okay. Alter! Alter! Oh, schuldig. Krass. Habt ihr es gerade gesehen? Da hat sich Nadler einfach mal so ein. Ah! Ein Goat Simulator geschafft. Geholt. So, ich frage mich, wie ich diese Trucks einnehmen soll. Ich habe ja nur ein Messer. Vielleicht mit dem. Oh, oh, Pagans Zorn. Das muss ich machen. Da fahre ich jetzt erstmal hin. Kann man das auf der Karte sehen? Ja. Ist direkt vor uns. Wie soll ich das denn machen? Und dann haben wir ein Auto schon. Nein, bleib stehen! Verdammt! Da brauche ich dieses Auto-Takedown, ganz klar. Also kriege ich das nicht hin. Natürlich, er trifft mich hinterm Auto, ist logisch. Nee, ein paar ganz Zorn mache ich erst, wenn ich ein bisschen aufgerüstet bin. Mal kurz healen. Aua! Hm, lecker. Noch ein bisschen mehr heilen. Oh, spawnt ihm einfach mal so ein Teil. Okay, da müssen wir hoch. Ich glaube, ich habe die Einbiegung verpasst. Egal, wir können ja klettern. So. Und zwar hier. Flop. So, genau. Muss kurz überlegen, wie man das nochmal macht. Aber ich hab's wieder. Ich hab's wieder, Freunde. Ich hab's wieder. Ja, ja, damals. So, sind hier Gegners? Die sind auf jeden Fall Hunde. Oh, nee. Ich mag euch nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Genau, verpisst euch. Hm, das war glücklich. Ich habe jetzt eigentlich mit einem Tod gerechnet. Zumal wir auch keine Spritzen mehr haben.
So, jetzt hier ein bisschen entspannter laufen. Wir könnten nämlich Gegner pausieren. Grünes Blatt, genau. Ganz wichtig bei der Knife-Only-Challenge ist natürlich, dass wir erstmal richtig viel XP sammeln, damit wir alle Upgrades erstmal freischalten. Oh, guck mal. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wer es lesen will, wie gesagt. Okay. Oh, ich will hier hoch. Dankeschön. Damit wir natürlich alle Upgrades freischalten können, damit wir auch ordentlich was reißen können. Zum Beispiel dieses Fahrzeug-Takedown, das ist natürlich für die Konvois essentiell. Ja, ja, es klingt geschwollen, aber es ist wirklich sehr wichtig, dass wir das haben. Hier müssen wir rüber. Wow! Ich muss husten, Moment. Nehmt dann noch auf, ja. Ja, das wird immer schlimmer mit dem Husten, Freunde. Ihr sollt vielleicht deine Hustenbonbon nehmen. Nee, die bringen irgendwie nie was. Aber die schmecken gut. Von daher nehme ich, glaube ich, gleich eins. Wo geht's hier hoch? Da drüben. Ah. Zack. So, hier hoch. So, und hier nochmal hoch. Und dann sind wir oben. Schätze ich mal. Ja, noch eine Leiter. Nochmal rüber gejumpt. Zack, wir sind oben. Wir haben es geschafft. Wo ist unsere Belohnung? So, so. Na, Zeug, herrlich. Und. Bam! Wie Buds Autowerkstatt. Oder wie Potts. Verlassener Weiher. Hat er gerade die Ziege gegessen? Was haben wir hier? Haus der Familie Rai. Die haben ein bisschen Ärger. So. Wir kriegen wieder was umsonst. Was wir nicht nutzen dürfen. Woo, herrlich. Okay, aber wir haben wieder was. Wow. Maus, entspann dich ein bisschen, ja? So, wir haben die Fähigkeit freigeschaltet. Zwei Punkte, beziehungsweise. So, was müssen wir denn hier? Fahrzeug-Takedown, genau. Da müssen wir ein Rennen umfahren. Da würde ich mal sagen, let's ride. Genau, Nebel verzieht sich. Eine Rennen gibt's hier. Let's ride. Let's roll and roll and roll and roll and ride. Ich gehe irgendwie ziemlich auf 100%, habe ich das Gefühl, ne? Aber es liegt eigentlich eher daran, dass ich erstmal den ganzen Skill-Tree irgendwie vervollständigen möchte. Denn es geht schneller, als man denkt, muss man sagen. Ja, wieder was umsonst. Guck mal, nur 7000. Und ein Pader. Pader? Kostet 8000. Ja, okay. Ich beschwere mich nicht. Open up! And let's ride and roll. Rock and roll. Oder vielmehr Auto and roll. Natürlich, macht Sinn nicht. So. Ich möchte Auto fahren. Hallo, ich habe eine Nachricht bekommen, dass mich hier jemand treffen wollte. Hallo, hallo, hallo. Sharma Salsa. Gründerin, Leiterin und Besitzerin der internationalen Filmgesellschaft von Kürat. Sowie der Regisseur- und Schauspielergewerkschaft von Kürat. Schön, dich kennenzulernen, Darling. Ich freue mich. Die Freude ist ganz meinerseits, Dummerchen. Man trifft nicht jeden Tag so einen erstaunlichen jungen Mann. Du erinnerst mich an den großen, legendären Ritin in Riti Kapoor. Einen der besten im kuratischen Film. Aber das ist lange her. Ich mag die kuratische Filmszene immer noch, verstehe mich nicht falsch. Aber die kriegt einfach keine Zuschauer mehr. Oder Gelder. Go, Bro! Da sind die Zuschauer heute. Von Klippen springen. Mit dem Quad durch den Fluss rasen. Epische Abgänge. Das machst du eh alles umsonst, oder, Süße? Ich will nur,
dass du dich bei ein paar Rennen filmst, die ich organisiert habe. Ich produziere. Wir laden das fertige Produkt hoch und sehen zu, wie das Geld reinströmt. Na, also, klar. Du wirst ein großer Star. AJ ist ein cooler Typ. Okay, Kyrat Films, Rennaktivitäten sind jetzt verfügbar. Und da möchten wir auch hin. Riding. Kyrat. Hallo! So. The Plurs Männer haben gestern bei meinem. The Plurs Männer, oh. Wo ist das jetzt? Ah, hier. Halten zum Ack. Möchte ich mal halten. Okay. Das Quad. Alter. Alter, ist ja richtig krass. Wow. Ich glaube, ich bin auf dem Trip. Ich sehe blaue Ringe. Ich glaube, wenn wir es in einer Minute und 5 Sekunden schaffen, kriegen wir was irgendwie mehr Belohnung, ne? Wow! Aber das Ding ist, wenn wir es so oder so schaffen, dann kriegen wir was freigeschaltet. Und das ist richtig cool. Wow! Autsch. Das ist ein bestimmter Staatsbeinbruch. 10 von 24, also sind wir jetzt bei der Hälfte. Bei 12 von 24. Ja, ich kann rechnen. Wow! Das war knapp. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier beeilen muss für die beste Zeit. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich verkacke ich gerade richtig hart dafür. Wobei, es geht eigentlich. Nur noch 5 Ringe. 4. Und das ist in einer Zeit, die ziemlich gut klar geht. Boah, Leute, geht mal lieber aus dem Weg. Und wir haben die Zeit geknackt. Mit einem Slide. Hell yeah. Kyrat die Films rennen! Herausforderung beendet. Und zwar mit allem, was man kriegen kann. Verlassen. Nice! Loading. Checkpoint! Nee, ich möchte das nicht nochmal. Boah. Ruckelding. What? Oh, guck mal, das ist ein Eli. Ein Book of Eli. So. Und jetzt haben wir auch Fahrzeug-Takedown. Nehmen wir natürlich mit für den Konvoi. Besiege einen Konterangriff. Besiege einen Konterangriff? Ah, ich verstehe. Okay. Das Wichtigste ist auf jeden Fall das, Non-Stop. Da müssen wir aber noch einiges hier freischalten. Erstmal konzentriertes Fahren dafür. Berge versetzen, dann weiche Landung. Frei zwei Außenposten, ohne entdeckt zu werden. Okay. Gut, aber das mache ich jetzt auch noch. Und zwar Pagans Zorn könnten wir vielleicht hinkriegen. Mit dem Fahrzeug-Takedown. Oder muss man da im Fahrzeug sitzen? Moment. Fahre seitlich an einen gegnerischen Fahrzeug an und drücke... Okay. Schauen wir doch mal, wo Pagans Zorn überhaupt ist. Where is it? Hier nicht. Nein, wirklich nicht. Okay. Wir könnten hier noch das Ding freischalten. Könnten wir machen. Ich überlege gerade echt, was ich machen soll. Wir können noch so ein anderes Side-Teil machen. Anderes Side-Quest. Und zwar Kyrat die Films überleben. Das machen wir nochmal schnell. Ich musste gerade irgendwie nach einem Strohhalm suchen, was wir noch schnell machen können. Du, 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 du
Ja, ja, Maul. So, was haben wir hier? Überleben. Dieses Rennen ist ganz nach Schamasalzas Geschmack. Fahre durch die Checkpoints, um deine Zeit um plus 5 zu verlängern. Wechsel während des Rennens das Fahrzeug. Großes Risiko heißt große Belohnung. Schama verlässt sich auf dich. 40 Sekunden, so müssen wir aushalten. Okay, probieren wir es mal aus. Diesmal gibt es ein paar Änderungen am Set. Du wechselst das Fahrzeug und wirst mehr deiner Fans sehen. Lass dich davon aber nicht mitreißen. Ah, ich muss erstmal hier rein. Natürlich. Okay. 2, 1, let's go! Wieso wechseln wir das Fahrzeug? Verstehe ich noch nicht ganz. Das verstehe ich noch nicht ganz. Deswegen, wegen den Einzelmännchens, den fahre ich einfach weg. Alter, wie schnell sind die denn? Oh, sorry, Wildschwein. Wow! Halten zu meilen. Ich kann danach immer noch besser fahren als die hinter mir. So. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz, was das Problem ist. Muss ich sagen. Zum nächsten Fahrzeug wechseln. Tut mir leid, aber den musste ich leider so töten. Ist aber auch in einer Challenge, da darf man das. Yo, sehr fair. Wie soll ich das denn machen? Hä? Das steckt hier fest. Ah, jetzt geht's natürlich, ne? Wo man sich beschwert, geht's. So. Aua, aua, aua. Nochmal hier hin. Ist es jetzt einfach nur auf, dass ich eine möglichst lange Zeit überlebe? I don't know. Leave me alone. Wow, wow, wow. Friends. Das ist schon das Ziel. Ja, easy. Yo! Okay. Herausforderung beendet. Nice. Aber ich würde sagen, Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken. Boy, boy!